Kapitel 3. Die Reise beginnt. Der Mond stand draußen noch hoch am Himmel. Das gesamte Dorf war ruhig und dunkel, sodass Ecke und ich problemlos flüchten konnten, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ehrlich gesagt nahm ich die Lage besser hin, als ich von mir selbst erwartet hätte. Ich sah nicht wirklich Nachteile an dieser neuen Form, deshalb fiel es mir logischerweise nicht schwer. Zudem ich mit Menschen ja sowieso weniger sympathisierte. In Gedanken war ich schon ziemlich darin vertieft, die Talente dieser Form herauszufinden, um damit die Reise zu erleichtern. Immerhin hatte ich als Tier offensichtlich auch ein Element, laut Eckes Aussage die Pflanzen. War dies vielleicht auch der Grund, weshalb Rondo mich in ein Tier verwandelt hatte? Damit ich eines der nötigen Wesen für den Kreis werden könnte? Dass Rondo hinter dieser Sache steckte, war für mich ehrlich gesagt bereits ziemlich sicher. Eck und ich waren beide sehr ruhig, als wir das Dorf verließen. Man könnte meinen, dass wir schier endlos viel zu bereden hätten. Nun, wo auch ich ihn endlich verstand und eigentlich war das auch der Fall. Aber es war einfach seltsam und ungewohnt. Wir kannten uns nun rund 2 Jahre und hatten nie wirklich miteinander reden müssen, um uns zu verstehen. Es wirkte einfach, als wäre es vollkommen unnötig, überhaupt die Möglichkeit zu haben. Wozu? Wir hatten es nie gebraucht. Doch, als wir uns langsam vom Dorf entfernten, fiel mir zumindest eine Frage ein, welche Ecke mir nun endlich beantworten könnte. Sag mal, was ist denn eigentlich dein echter Name? Rubin, so wie Rondo es gesagt hat? Ich war verwundert, als Ecke tatsächlich nach einer Antwort suchen musste. Also vielleicht. Ehrlich gesagt, als du mich damals gefunden hast, hatte ich keine Erinnerung an irgendetwas. Alle Erinnerungen, die ich habe, stammen aus meiner Zeit mit dir. Deswegen ist auch Ecke der einzige Name, den ich kenne. Vermutlich hieß ich einst Rubin, sonst würde Rondo das nicht sagen, aber mit Sicherheit kann ich dir das nicht verraten. Wo Ecke bereits vom Teufel sprach, aus Sicht vieler Menschen wortwörtlich, erschien Rondo ebenfalls auf der Bildfläche. Ich sehe, ihr beiden seid bereit zum Aufbruch. Und wie gefällt dir deine neue Form, Jason? Damit hatte er auch noch einmal bestätigt, dass sie in Wahrheit sein Werk war. Große Probleme habe ich nicht, aber auch zu wenig Zeit, um viel zu sagen. Aber weshalb genau hast du mir diese Form gegeben? Das hat 2 Hauptgründe. Einerseits erfüllst du so eines der 8 Elemente. Somit müssen wir durch Rubins Feuer nur noch 6 finden. Außerdem habe ich keine Lust, auf der Reise die ganze Zeit einem Menschen gegenüberzutreten. Das würde ich, glaube ich, nicht ertragen. Das zweite dieser Argumente basierte eindeutig auf persönlichen Gefühlen, was mir jedoch relativ egal war. Diese neue Form gefiel mir bis hierhin eigentlich ganz gut, deshalb würde ich mich nicht beschweren. Doch gleichzeitig zeigte es für mich auch einen Teil der Persönlichkeit Rondos auf. Er war anscheinend nicht ganz so kühl und berechnend, wie ich ihn zunächst eingestuft hatte. Wenn er tatsächlich bereit war, derart große Entscheidungen auf Basis seiner Emotionen zu treffen. Es war vermutlich nicht ungewöhnlich, dies nicht sofort zu erwarten, sobald man ein Wesen wie Rondo sah. Doch es stärkte weiter mein Gefühl, dass er vielleicht in Wahrheit tatsächlich ein gutes Wesen war. Diese Reise würde es eindeutig beweisen, das wusste ich jetzt bereits. Auch wenn es jetzt erst losging. Nun gut, das erste große Ziel wird die Küste dieses Kontinents werden. Dort erwartet euch der Vertreter des Wasserelements. Wir brechen am besten sofort auf. Wir taten genau, was er sagte und begaben uns schnell in Richtung der Küste. Vermutlich wären wir schneller gewesen, wenn ich bereits Zeit gehabt hätte, mich an diese Gestalt zu gewöhnen, aber auch so ging es gut voran. Die Sonne ging bereits langsam auf und das Dorf entfernte sich weiter und weiter hinter meinem Rücken. Sobald ich an diesen Ort zurückkehrte, würde alles anders sein. Diese Welt würde ein anderer Ort sein. Und ich war direkt an der Veränderung beteiligt.
Großes stand bevor, das wusste ich genau. Doch an diesem Punkt waren wir noch lange nicht angekommen. Zunächst stand eine große Reise bevor, auf der ich viele neue Wesen treffen würde. Und ich wusste, dass es helfen würde, sie alle bestmöglich zu kennen, und genau damit wollte ich jetzt bereits anfangen. Sag mal, Rondo, wieso hast du eigentlich damals die Menschen direkt bekämpft? Warum hast du ihnen nicht die Wahrheit über die ewige Nacht erzählt? Was interessiert dich das? Wenn wir so eine große Reise antreten wie das hier, möchte ich dich zumindest ein wenig kennen und vielleicht erspart uns diese Frage auch einiges. Kurz wirkte der Schmetterling unentschlossen, ob er mir eine Antwort geben sollte. Entschied sich jedoch dafür. Denkst du wirklich, ich hätte es nicht einmal versucht? Auch wenn eure Legenden es so nicht so aussehen lassen. Ich greife nie zu radikalen Mitteln, solange ich noch irgendwie eine andere Möglichkeit sehe. Aber denkst du wirklich, dass man mit Verstand gegen Wahn ankommen kann? Ich hatte versucht, es ihnen zu erklären, doch sie stempelten mich sofort ab. Als einen dunklen Propheten, der nichts als Tod mit sich bringt. Todbringer, sagen sie. Mit nichts kann ich mich schlechter identifizieren, aber was dann geschah, wisst ihr beiden ja auch. Ich verlor gegen die Menschen und sie versiegelten mich. Bis ihr beiden mich wieder befreit habt. Auch wenn dein Auftreten wirklich eine Überraschung war, wie soll ich dich eigentlich inzwischen nennen? Ecke oder Rubin? Diese Frage hatte ich mir ehrlich gesagt bisher noch gar nicht wirklich gestellt. Ich war einfach davon ausgegangen, dass ich ihn weiter Ecke nennen würde. Ich denke, ich werde versuchen, mich an Rubin zu gewöhnen. Es scheint ja mein echter Name zu sein. Ecke behalte ich wohl eher als Spitzname. Du kannst mich ruhig also noch so nennen, Jason. Aber woher kennst du eigentlich meinen echten Namen, wenn ich selber mich nicht an ihn erinnern kann? Nun, ich denke, das erkläre ich euch zu einer anderen Zeit. Aber was ich sagen kann, unreal wie es auch klingen mag, wir sind uns bereits vor meiner Versiegelung begegnet. Vor der Versiegelung? Das konnte nicht stimmen, egal wie man es drehte und wendete. Zumindest laut den Legenden war Rondo bereits vor mehr als 100 Jahren in seinem Gefängnis gebannt worden. So alt konnte ein Wolf niemals werden. Und vor allem Ecke war es nicht. Ecke war vielleicht 5 oder 6 Jahre alt, also auch nicht sonderlich alt für einen Wolf. Allerdings war mir allein durch Rondos Ausstrahlung bewusst, dass es keinen Sinn hätte, weiter nachzufragen. Antworten würden wir heute keine mehr bekommen. Es dauerte eine ganze Weile, bis langsam endlich die Küste in unser Sichtfeld kam. Die Sonne hatte ihren Zenit schon lange überschritten und war bereits kurz davor, wieder hinter dem wassererfüllten Horizont zu verschwinden. Von allem, was Rondo erzählt hatte, würden wir diese Wassermassen wohl überqueren. Eine Welt bereisen, die meines Wissens nach seit Jahrhunderten kein Mensch erblickt hatte. Ich wusste nicht einmal, ob jemals ein Mensch dort gewesen war. 5 andere Kontinente, alle bewohnt von Tieren? Die Vorstellung wirkte unglaublich. Wenn all diese Kontinente alleine von Tieren bewohnt waren, müsste es dann nicht so viel mehr Tiere geben als Menschen. Müssten die Menschen nicht in einer unfassbaren Unterzahl sein? Wenn ein wahrer Krieg ausbrechen würde, würden die Menschen nicht haushoch verlieren? Könnte die technische Weiterentwicklung meiner Spezies wirklich so einen Mengenunterschied wettmachen? Doch all diese Gedanken mussten nun Platz machen. Das Ziel dieser Reise war nicht, einen Krieg zu gewinnen, sondern ihn auf friedliche Weise zu lösen. Für immer. Und unseren ersten Mitstreiter für diese Mission sollten wir irgendwo hier an der Küste treffen. Wo genau müssen wir hin, Rondo? Was hast du dem Ersten gesagt, wo wir uns treffen? Denkst du wirklich, ich könnte irgendwem einfach sagen, sei morgen Mittag bitte hier? Das widerspricht allen meinen Prinzipien und funktioniert außerdem sowieso nicht.
Ich glaube, die meisten der Tiere, die wir antreffen werden, werden wir selbst, wenn wir ihnen begegnen, erst überzeugen müssen. Wunderbare Aussichten gleich vom ersten Moment an. Aber ich hatte das ehrlich gesagt auch bisher noch gar nicht bedacht. Viele Tiere waren wohl bisher nie mit einem Menschen in Kontakt gekommen. Würden sie wirklich bereit sein, für einen Krieg zu reisen, in den sie nicht einmal verwickelt waren? Ich und Ecke waren hier, weil wir beide direkt von alledem beeinflusst waren, aber andere Tiere... Und doch bräuchten wir alle Elemente. Eine unbekannte Sicht. Vor 100 Jahren. Inmitten einer kleinen Höhle im Untergrund lagerte ich für die Nacht. Der Krieg ging gut voran. Nicht nur fielen jeden Tag mehr der gottlosen Menschen, auch ihr Fokus verlagerte sich. Seitdem ich den Kampf begonnen hatte, starben weniger Tiere als je zuvor. Und viele von ihnen dankten es mir. Die Welt der Tiere stand wirklich zu großen Teilen auf meiner Seite. Doch niemand tat es so eng wie meine rechte Hand. Gerade in dieser Nacht kletterte er wieder hinab in die Höhle. Den Speer eines Menschen in seinem Maul. Du hast wieder einen erwischt. Sehr gute Arbeit. Komm, geselle dich zu mir. Die Gegenwart. Ja, sonst nicht. Wir entschieden uns der Einfachheit halber, einfach an der Küste entlang zu wandern. Als Vertreter des Wasserelementes war es ja relativ gegeben, dass unser potenzieller erster Begleiter im Wasser lebte. Somit war unsere Chance, auf ihn zu treffen, die höchste, die wir erreichen könnten. Und tatsächlich, es dauerte nicht lange, bis Ronde uns auf etwas aufmerksam machte. Dort drüben, seht ihr das Wasser? Die Spuren, die Macht, mit welcher es bewegt wird. Die schiere Kraft der Wasserbändigung? Was er meinte, war schwer zu übersehen. Liter an Wasser wurden von einem Wesen, welches unter Wasser am Schwimmen war, verdrängt und in die Höhe geschleudert. Bereits dieser Anblick sorgte bei mir für Gänsehaut. War das da unser erster Begleiter? Nach diesem Bild zu urteilen, musste es sich um ein wahrhaftiges Seeungeheuer handeln. Mit so einem Wesen könnten wir doch niemals im Leben auf einem Level kommunizieren. Die Fontänen kamen näher und näher, bis sie direkt vor uns am Ufer in die Höhe strömten. Doch noch schien das geheimnisvolle Wesen sich nicht offenbaren zu wollen. Ein paar Ehrenrunden zur Präsentation seiner Macht drehte es noch, bevor es schließlich in hohem Bogen, mehrere Meter hoch, aus dem Wasser sprang. Mit einer kunstvollen Schraube landete das grazile Wesen und offenbarte seine weniger grazile Form. Ecke schien nicht weniger vom wahren Gesicht unseres ersten Begleiters überrascht zu sein als ich. Doch ehrlich gesagt war ich sehr froh darüber, dass es kein riesiges Seeungeheuer war. Hallöchen, Freunde. Ihr müsst diejenigen sein, von denen ich im Traum die Stimme gehört habe. Und wie war mein Auftritt? Wie fandet ihr's? Ecke fand seine Fassung im Angesicht dieses doch eher breit gebauten Wesens schnell wieder. Also ich fand's super, nur die Landung war etwas unsauber. 9 von 10 Punkten von mir. Tatsächlich wirkte unser neuer Freund etwas enttäuscht. Immer die Landung. Ich trainiere schon seit Wochen, aber die bekomme ich einfach nicht hin. Schnell besserte sich seine Laune. Aber egal, ich bin Vin, das Walross, schwimmender Künstler und leidenschaftlich rund. Wer seid ihr denn, meine Freunde? Diese zwei Fälligen da sind Rubin und Jason, die ersten zwei Mitglieder der Gruppe. Ich bin Rondo, derjenige, der dich hier einberufen hat. Du bist Rondo? Ich dachte, du wärst sowas wie ein Halbgott oder so. Siehst aber eher nach einer Zwischenmahlzeit aus. Iss mal etwas mehr, du kannst es gut vertragen. Glaub mir, wenn es um Essen geht, bin ich Experte. Meine Überraschung hielt sich weiterhin. Doch wirklich im positiven Sinne. Ich hatte Rondo ehrlich gesagt nicht zugetraut, jemanden mit Humor und einer entspannten Persönlichkeit für diese Mission einzuberufen.
Ich hätte eher gedacht, dass er auf kühle Persönlichkeiten wie sich selber setzen würde. Als könnte er meine Gedanken lesen, antwortete er tatsächlich auch auf diese Überlegung. Was wir auf dieser Reise brauchen, ist ein gut gemischtes Team. Das erhält die Dynamik aufrecht und ist somit genau das, was wir brauchen. Und ich bin auch nicht so emotionslos und humorlos, wie man es vielleicht denken mag. Und Vin, es gibt nun mal Spezies, die nicht gerade an den Körperumfang deiner herankommen. Da ist trotzdem noch was drin, glaub mir, Kumpel. Ich bin Experte. Gilt übrigens auch für euch beide, gerade du, Fuchs. Wer von beiden bist du? Ich bin Jason, freut mich sehr. Komischer Name, aber gleichfalls. Aber gerade du könntest mir etwas mehr auf den Rippen vertragen. Kommt, ich lade dich auf eine Runde Fisch ein, bevor wir losreisen. Wie wär's? Ecke war definitiv dafür, das wusste ich ja. Ich war persönlich eigentlich kein Freund von Fisch, doch ich bemerkte irgendwo auch, dass Vin recht hatte. Ich hatte wirklich einen riesen Hunger. Aber ich wusste, dass Rondo sowieso keine Zeit verlieren wollen würde. Gut, dann besprechen wir deinen Plan. Aber ich esse nichts von dem Zeug, ob du willst oder nicht. Nun, ich kannte Rondo offensichtlich wirklich nicht so gut, wie ich hoffte. Und vor allem nicht so gut, wie ich müsste, um ein Recht zu haben, ihn zu bewerten. Man sollte wohl wirklich nie jemanden nach den ersten Eindrücken bewerten. So machten wir uns also zu einer kleinen Höhle direkt an der Küste auf, in welcher Vin anscheinend bisher erwartet hatte, uns zu treffen, denn es lag schon eine ganze Menge an Fisch hier. Bei seiner Einstellung war ihm wohl auch klar gewesen, dass seine neuen Freunde recht wenig auf den Rippen hätten. Unser erster Kumpan war wirklich anders, als ich erwartet hätte, und auch wirklich ein seltsames Wesen. Und doch wusste ich jetzt schon, dass er diese Reise definitiv bereichern würde.